Jo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Super Mario World Bros. U. In der letzten Folge haben wir den Zwischenboss gelegt und ich würde sagen, wir starten dann mal direkt hier in das nächste Level rein und wollen auch nicht zu lange warten. Freut mich auf jeden Fall, dass euch das Spiel gefällt. Finde ich auf jeden Fall, ist sehr, sehr, sehr nice. Mir gefällt es auch sehr gut. Ist eigentlich für jedermann so, also, das Spiel. Und ja, mal gucken, was uns hier heute alles erwartet. Ich habe immer noch die Kristallblume oder Eisblume, wie man sie auch immer nennen mag. Ich hoffe, wir kriegen aber vielleicht noch... Oh, shit! Oh, Yoshi! Ja! Schreibt mal in die Kommentare, Freunde, ob ihr auch Yoshi so feiert wie ich. Ich finde Yoshi übelst nice. Den mochte ich damals schon, wo ich die alten Teile mit Yoshi gezockt habe. So, wir werden hier ein paar Blümchen futtern und gehen... Okay, hier können wir nicht rein. Ihr habt auch geschrieben, dass ich vielleicht versuchen soll, alle Sternmünzen zu bekommen. Das können wir natürlich gerne machen, das ist gar kein Problem. Ist nur die Frage, ob wir die denn auch alle finden werden. Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber wir schauen mal, was hier das Ganze so... Oh, komm her. Was das Ganze uns hier so bringt. Hier kommen wir auch nicht rein, schade. Gut, okay. Hälfte vom Level haben wir geschafft. Kein Problem. So. Ein paar Münzen mitnehmen. Frucht wieder snacken hier. Was haben wir da? Okay, ein Pilz. Na gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich hoffe natürlich, wir finden auch noch die anderen Münzen hier. Oh, komm schon. Nice. Hier rüber. Oh. Ich habe gerade gedacht... Oh, 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 oh. Nein. Komm her. Jam, 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 jam. So. Noch ein Pilz. Gut, der ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Oh. Dass das Level irgendwo noch einen Geheimgang hat, den ich noch nicht gefunden habe. Da müssen wir gleich mal gucken. So, komm raus. Dich nehmen wir mit. Können wir einen Feuerball abschießen? Oh, das war... Das war knapp. Na komm. Oh, da ist das Level schon zu Ende. Ja gut, irgendwie haben wir jetzt nur eine Münze gefunden. Warum auch immer. Verstehe ich nicht ganz. Aber egal. Wir nehmen hier das Ziel und werden dann in der nächsten Runde versuchen, mal alle Sternmünzen zu finden. So. Rinnen und jetzt ab zum nächsten Level. Aber ich glaube, da war gerade noch ein Pilz, ne? Ach nee, da können wir uns jetzt entscheiden. Gehen wir rechts oder gehen wir links lang? Komm, wir gehen erstmal rechts lang. Ich möchte mich mal gerne wissen, was er hier... Yoshi, hey, ich bin ein Baby-Yoshi. Nice, Yoshi. Bestimmt weißt du, wo man Leckereien findet. Ich laufe dir einfach mal hinterher. Ja, cool, nice. Sehr schön. Wir gehen aber unten lang, weil diese Pilz-Maps sind nicht so mein Ding. Und hier links sehen wir gerade, gibt es auch noch ein Pilzhäuschen, wo wir Leben bekommen können. Muss ich den jetzt... Was macht? Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was macht der? Okay, das bringt irgendwie gar nichts. Ja gut, egal. So, müssen wir jetzt hier Riesenblumen wegmachen. Zack. Schreibt mir das mal bitte auf jeden Fall mal in die Kommentare, was man mit dem Yoshi da machen kann. Okay, hier unten ist keiner. Also kein keine Sternmünze. Schreibt mir das auf jeden Fall mal rein, weil das ist mir neu. Kann auch sein, dass ich einen Teil irgendwie verpasst habe von Mario. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So, gehen wir hier runter. Oh nein, die Hammerwerfer wieder. Ich mag dich nicht. Bin so oft früher immer an denen gestorben. Wahnsinn. Aber nur auf dem Gameboy bin ich an denen immer gestorben.
So, wir müssen hier hoch. Okay, da kommen wir nicht ran. Dann laufen wir einfach so weiter. Oh, noch ein Hammerwerfer. Nein! Oh! Ja, okay, lassen wir den stehen. Oder? Kommt der nochmal zurück? Nee, kommt nicht mehr zurück. Egal. Auch nochmal. Nein, ich habe gedacht, ich kann auch unten drunter sliden. Hä? Ja, gut, okay. Wie machen wir das? Okay, so wird das nichts. Ja, gut. Müssen wir uns nochmal einen neuen Stern holen? Ja, Stern sei schon. Eine neue Blume. Machen wir das ganze Level nochmal von vorne. So, wir gehen aber mit einem Pilz da rein. Damit wir dann gleich eine Blume bekommen. Das bedeutet, wir müssen die auf jeden Fall halten, die Blume. Wir dürfen die um keinen Preis verlieren, damit wir die großen Pflanzen da wegmachen können. Ja, das war schon Fail. Oh, wir kriegen noch mal eine. So, jetzt muss ich wirklich aufpassen. So, hier hoch. Hier rüber. Okay, hier warten wir kurz. Na? Komm schon. Sehr schön. Nee. Nochmal warten. Rinder. Eine haben wir schon. Jetzt kommt die zweite. So, direkt mal abschießen hier. Na? Machen wir das lieber auf Safe. So, sehr schön. Wunderbar. Wir haben den zweiten den Sterntaler. Jetzt brauchen wir nur noch den letzten. Müssen wir mal gleich gucken, wo wir den hier finden. Ich gehe mal davon aus, dass ich dafür auch wieder die Blume brauchen werde. Okay. Okay, da ist er. Ah, wie ich diese Hammerwerfer hasse, ne? Na, gehst du jetzt nach ganz unten? Ja, werf ruhig weiter. Ne, will er wohl nicht. Egal, dann lassen wir den Hammerwerfer aus. Wir haben alle drei Sterntaler. Das heißt, wir können die Mission hier direkt beenden. Sehr schön. Gut, dieses Level haben wir alle drei bekommen. Ich hoffe, das wird in den nächsten Leveln auch so weiter passieren. Nicht, dass wir wieder nur einen finden. Schreibt auf jeden Fall, ganz wichtig, schreibt auf jeden Fall nochmal unten in die Kommentare, Freunde. Wenn ich in einem Level jetzt nicht alle Sterntaler gefunden habe, also sprich nur ein oder zwei, ob ich dann da nochmal durchlaufen soll, um alle voll zu bekommen. Das würde mich gerne auf jeden Fall mal interessieren. So, aus diesen Kanonen kommen gleich jede Menge Münzen. Um ein Abs geflogen. Du brauchst sie nur noch einsammeln. Okay, wunderbar. Hast du am Ende mehr als, wird es eine Abbelohnung geben. Ja, gut, gar kein Problem. Sage ich jetzt so. Aber scheint... Oh, siehste, ich sag doch, ich habe da schon so einen gesammelt. Das ist natürlich nicht so geil. Oh! Oh! Ja, sag mal! Da ist der Horny zu gierig. Nein! Nein! Ja, okay, das ist, glaube ich, schon verkackt hier. Ich habe ja vier und ich habe wahrscheinlich fünf von denen. Ja, okay. Wie schade. So ein Pech aber auch. Ja gut, kann man nichts daran ändern. Egal. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja denn noch genug Leben. Wie viele haben wir? 13, genau. So. Okay, da kommt das nächste. Da können wir uns jetzt, glaube ich, dann gleich aussuchen. Nice. Wir nehmen mal den... Kommen wir nicht rein? Okay. Ah, wahrscheinlich müssen wir... Genau, sehr schön. So, was haben wir hier drinne? Ein Stern. Ist jetzt nicht so das Beste. Aber
Dennoch nehmen wir das einfach mal mit. Sehr schön. Stern. Okay. Freunde, jetzt kommen wir hier an das erste Schloss. Ich hoffe, wir schaffen das beim ersten Mal. Und ich hoffe, es sind keine Geister dabei. Geister mag ich mich überhaupt nicht. So, das haben wir. Münze. Oh ja, da müssen wir hoch. Hoppa! Okay, den ersten haben wir. Sehr schön. Kriegen wir nochmal so einen Anzug. So, nach oben. Also mit diesem Anzug ist das eigentlich relativ einfach, hier durchzukommen. Man kann hier überall fliegen. Wir gehen aber nochmal auf den hoch. Okay, da oben ist nix. Oh nein. Huh! Glück gehabt. Okay, sehr schön. Gut, Hälfte haben wir erreicht. Wir haben aber immer noch ein Sterntaler. Okay, da ist der nächste. Wir versuchen es einfach. Oh, ja, wir haben den zweiten. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch den letzten finden. Das wird auch interessant werden jetzt hier. Ah, es geht. Es geht. Oh. 8. Komm. Gib mir Level. Level. Ich weiß nicht warum, aber ich will immer Level absagen. Ich meine, ein neues Leben dann zu. So, rüber hier. Da kann man 100%. Ich sag's doch, da kann man 100%ig rein, sonst würde der nicht da umsonst stehen. Und ich gehe davon aus, dass. Ja, der steht hier. Der ist hier. Ja, wunderbar. Haben wir auch wieder alle 3 Sterne bekommen. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Und dann müssen wir jetzt nur noch zum Endboss. Und den legen. Ich glaube, das Tor sieht schon sehr nach dem Endboss aus. Ich hoffe es zumindest. Gucken, was uns da erwartet. Okay. Was ist das hier? Müssen wir da rein? Okay, wir müssen da rein. Ach, okay, wir werden auf das Luftschiff geschossen. Und da müsste jetzt, ja, da kommt jetzt der Endboss. Genau. Oh, wie ich den hasse, ne? Ja, den hasse ich. Einmal. So, wieder weg. Kommt. Okay, er kommt nochmal. Zweimal. Wir dürfen ihm keine Chance geben, dass er seine Bombe wirft. Und dreimal. Yippie! Sehr schön. Direkt auf Anhieb geschafft. Mit 3 Sternmünzen. Und das Level haben wir jetzt hier beendet. Nächster Weg wird freigeschaltet. Wir sind jetzt bei ungefähr einer Viertelstunde. Dann würde ich sagen, Freunde, war es das auch schon mit der Folge New Super Mario World Bros. U. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare wegen Yoshi und den anderen Sachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Also, haut rein!